Hallo und willkommen in der wunderbaren Welt von TopSolid. Mein Name ist Ulrich Alt. Ich mache mal Foto größer. So sehe ich aus. Mein Problem ist, dass meine Kamera gerade verliehen ist und wir hier nur eine haben und meine neue noch unterwegs ist. Deshalb, ne, das Bild. Und jetzt machen wir das Ganze wieder klein. Der Herr Seemann hat mich gebeten, ein kleines Video dazu zu machen, wie wir in TopSolid mit dem Thema Tauchfräsen umgehen. Ich habe mir dafür mal ein relativ, ich sag mal, nichtssagendes Teil ausgesucht. Wir haben hier drei Funktionen im Groben, die sich mit dem Thema Tauchen befassen. Wir fangen einfach mal mit der Tasche an. Fräse habe ich mir ausgesucht und ich sage, ich möchte diese Tasche hier tauchfräsend bearbeiten. Dann können wir hier noch zum Beispiel regulieren die Schrittweite in der Breite der Zustellung, sagen wir mal 75%. Wir können auf der Wand ein gewisses Aufmaß zum Schlichten lassen, auf dem Boden ebenfalls. Wir haben hier einen Schritt zum Tauchen. Das ist der Schritt, mit dem wir vorwärts gehen in der Bahn. Das sind hier jetzt mal 20% vom Durchmesser. Das kann ich auch wieder ändern. Ich kann auch andere Voreinstellungen treffen. Ich kann gleichzeitig sagen, dass ich hier Bohrzyklen generieren will. Das heißt, auf meiner Maschine wird der steuerungsspezifische Bohrzyklus aufgerufen. Ansonsten einfach nur linear rein, linear raus. Dann finde ich hier meine Stechbearbeitung der Tasche wieder. Zusätzlich kann ich auch hier zum Beispiel noch ein anderes sozusagen Stechmuster wählen, wo ich sozusagen rastermäßig das Ganze immer mache. Und ich kann mir hier beschließen, dass ich auch nach jeder Bohrung einen kleinen Rückzug in 3D, 145 Grad hoch mit einer definierten Länge habe, um sozusagen nicht in der gleichen Spur rein und wieder rauszufahren, was die Standzeit des Werkzeugs verbessert. Und dann haben wir hier eben unsere Abhebebewegung. Es gibt im Moment noch ein kleines Thema, wo wir in Klärung sind, dass an manchen Stellen das nicht passiert. Dort ist der Algorithmus derzeit der Meinung, dass er damit eine Kollision verursachen würde, was zwar hier nicht der Fall ist, aber eben, das ist im Moment noch ein offenes Thema. Also hier tauchen in einer Tasche. Nächster Punkt, wäre hier ein Umfahren, quasi eine Konturbearbeitung durch Tauchen. Nehmen wir mal hier so ähnliche Einstellungen, die man treffen kann. Was ist mein Tauchschritt? Möchte ich eine Rückzugsbewegung generieren? Und wie tauche ich ein? Klassisch, das heißt immer rein, Eilgang raus, rüber. Oder zum Beispiel Zickzack. Das wäre, ich tauche runter, Vorschub rüber, wieder hoch, Vorschub rüber, wieder runter, Vorschub rüber. Oder quadratisch, das wäre im Prinzip so, runter, rauf, rüber, runter, rauf, rüber. Und das letzte ist im Prinzip dasselbe wie quadratisch, außer dass wir Radiuskorrektur aufrufen, um so gegebenenfalls nachgeschliffene Fräser und sowas berücksichtigen zu können. Also hier wähle ich meine Art und Weise des Umfahrens aus. Kann das damit programmieren.
sehe natürlich, dass hier drin sozusagen mein Material noch verbleibt. Letzter Punkt ist das, was wir hier Taschenstanzen nennen. Taschenstanzen bedeutet, ich bearbeite eine relativ große Tasche, indem ich die raussteche. Meine Geometrie ist diese. Wir definieren, wir wollen 3 mm stehen haben. Wir wählen 2 mm Überlänge, also tiefer als das Material ist. Und das Spiel zwischen den Bohrungen, die Überlappung zwischen den Bohrungen soll 2/10 sein. Hier können wir wieder sagen, dass Bohrzyklen erstellt werden wollen. Wir können den letzten Punkt wählen, wo wir sozusagen unsere Anbindung haben wollen. Wir können sagen, das, was an Material in der Mitte ist, soll auch hier in der Simulation tatsächlich wegfallen. Und hier ist eben dann als letztes sozusagen meine Anbindung, die stehen bleibt und das Teil dann abgetrennt werden kann. Das wäre so ein kleiner Überblick zu den Möglichkeiten, die wir im Taufräsen haben. Es gibt ja noch einige Sachen an Verbesserungen auf der Pfanne. Wie gesagt, dieser Rückzug, der im Moment nicht immer generiert wird, ist ein Thema. Weiteres Thema ist auch das Versetzen in Z, also dass wir sozusagen entlang einer Spur immer in Z ein bisschen versetzen, immer nicht ganz so tief fahren wie vorher. Auch das ist vom Entwicklungsplan her eingetaktet, aber hier im Moment noch nicht greifbar. Diese Funktionen, die Sie hier sehen, sind in der aktuellen Version von TopSolid für alle Kunden mit egal welchen Modulen verfügbar. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, werden Sie uns gewogen, Website, YouTube-Kanal, alles am Start und ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen.